Hallo liebe Leute, hier ist Christoph von Readplay. Heute habe ich euch ein besonderes Buch mitgebracht. Dieses Mal ist es kein Roman, sondern ein Sachbuch. Eigentlich bin ich überhaupt kein großer Sachbuchliebhaber, aber bei diesem Buch habe ich eine Ausnahme gemacht und ich habe es nicht bereut. Es handelt sich hier um dieses Buch, es heißt Sturmwarnung, das aufregende Leben des Kapitän Schwant. Ja, das ist ein alter Kapitän, dieser Jürgen Schwant, der im Moment sehr groß in den Medien auftaucht, war schon bei Markus Lanz und ist auch viel bei Facebook aktiv. Ich gucke nochmal eben drauf, sein Ghostwriter sozusagen, Stefan Krücken, der hat dieses Buch zusammen mit Jürgen Schwant geschrieben und das möchte ich euch jetzt mal ein bisschen vorstellen. Erstmal zu den Fakten des Buches, es hat knapp 200 Seiten, ist im Ankerherz Verlag erschienen und kostet, jetzt muss man sich vielleicht im ersten Augenblick erstmal festhalten, 29,99 €. Aber für dieses Geld bekommt ihr ein ganz besonderes Buch, erstmal auch schon von allein vom Äußeren her. Ist ein super gebundenes Buch, wunderschöne Hochglanzseiten, schöne Fotos darin. Also der Preis ist schon in Ordnung, finde ich, für das Buch. Es gibt, glaube ich, auch eine Kindle-Version, die kostet 10 €, aber obwohl ich ein großer E-Book-Fan bin, möchte ich doch empfehlen, euch hier diese gebundene Fassung zu holen. Die ist wieder wunderschön zu lesen. Die Bilder sind wunderschön anzugucken und deswegen lohnt es sich hier wirklich, das Geld auszugeben. In diesem Buch geht es um die Lebensgeschichte von Jürgen Schwant, hier aus Kapitän Schwant immer genannt, der seit frühester Jugend zur See gefahren ist. Also vor allen Dingen ging es los in den Nachkriegsjahren in Hamburg, alles ist zerbombt und er hat sich früh geschworen, dass er raus will aus diesem Elend und auch aus dieser Nachkriegsära. Sein Vater, ein überzeugter Nazi, der nie von seiner Überzeugung losgelassen hat. Deswegen macht sich Jürgen Schwant schon mit 16 Jahren auf, heuert an und ja, wird so zum Seemann und durchquert die Meere und Ozeane der Welt und das beschreibt er wunderschön in diesem Buch. Gerade die Anfangsjahre sind sehr bedrückend. Der Seemann ist Romantik, die man meint zu bekommen, hat sich da auch schnell eines Besseren belehren lassen müssen. Fürchterliche Zustände an völlig maroden Schiffen am Anfang, gerade in den 50er Jahren, mit denen er vor allen Dingen durch den Nordatlantik geschippert ist. Nur allmählich wurde die Situation für die Seemänner besser. Und erst heutzutage gibt es wirklich, da haben wir schon halbwegs komfortable Reisemöglichkeiten für die Seemänner und Unterkunftsmöglichkeiten. Es gab wenig zu essen an Bord, beschreibt er. Es gibt viele Stürme und auch wirklich komische Situationen, die er hier beschreibt. Wunderbar geschrieben, zusammen mit seinem Ghostwriter Stefan Krücken. Und es ist auch sehr, sehr toll zu lesen, was sich so in der Seefahrer Zeit gerade im Nachkrieg in Deutschland abgespielt hat. Jürgen Schwant erzählt aber auch von dem Klischee der Seemänner, die tätowierten Säufer, die sich nur schlagen. Er erklärt, wie dieses Klischee zustande gekommen ist. Nach harter Arbeit und nach vielen, vielen Wochen teilweise auf See, wenn man dann mal an Land kommt, dann lässt jeder mal die Sau raus und so war es bei den Seemännern, gerade in Sachen Prostitution, Schlägerei und Alkohol. Ja, Missbrauch kann man schon sagen, aber es leuchtet ein, was Jürgen Schwant beschreibt, und deswegen verliert man so ein bisschen dieses Klischee des Seemanns. Jürgen Schwant oder Kapitän Schwant beschreibt auch, wie er dann endgültig von Land ging, um mit seiner Frau zusammen sein und einen Posten bei der, ich glaube, bei der Zollbehörde angenommen hat. Boah, sorry, ich schwitze wie ein Schwein, ihr seht, aber egal. Jedenfalls beschreibt er dann auch, dass er eigentlich in den Anfangsjahren auch immer noch einen Seesack zu Hause, einen gepackten Seesack zu Hause hatte, um einfach loszuziehen, wenn es sein musste. Noch heute, mit 79 Jahren, fährt er alle 2 Jahre mit einem Frachter mit, um das Gefühl des Seemanns noch ein bisschen beizubehalten. Ja, ein wunderbares Buch, wie ihr hört, eine schöne Lebensgeschichte, wie ich finde. Jürgen Schwant beschreibt auch wunderbar seine Einstellung gegen Rassismus, gegen jede Form des Radikalismus und des Neofaschismus. Er schreibt auch, dass es unabhängig von Rasse, Hautfarbe und ja, und ja, und Nationalität, Arschlöcher und gute Menschen geben. Super Spruch drin. Ja, wunderbar zu lesen. Ich kann das Buch nur empfehlen. 5 von 5 Sternen natürlich. Ihr hört es schon raus. Kauft euch das Buch, lest es durch, sagt euch eure Meinung, schreibt sie hier rein irgendwo oder wie auch immer. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Ciao, bis demnächst. Euer Christoph von Readplay.